Loving you is easy, you're amazing. Feel like I could laugh or I could cry. Loving you is cushy. Hallo, liebe Hungrige! Noch ein letztes Rezept, das ihr für den diesjährigen Muttertag verwenden könnt. Allerdings, wie ihr in den Bildern sehen könnt, muss dieses Rezept keinesfalls auf den Muttertag beschränkt bleiben, sondern passt auch prima zum Vatertag oder zu Geburtstagen oder auch für den heutigen Tag, den 9. Mai, ist diese Tat wunderbar geeignet und legt mir das bitte nicht als sexistisch aus. Ganz im Gegenteil, mit einem YouTube-Channel geht auch immer ein gewisser Bildungsauftrag einher. Viele von euch wissen das sicherlich nicht. Der 9. Mai ist nämlich der Welttag des Orgasmus. Und wenn das kein Grund ist, einen Kuchen mit Herzchen oben drauf zu backen, dann weiß ich auch nicht. Und wir brauchen dafür gemahlene Haselnüsse, Mehl, Himbeerkonfitüre, Zucker, etwas sehr kaltes Wasser, Salz, Himbeeren und es können frische oder wie bei mir hier auch tiefgekühlte sein und Butter. In eine Schüssel geben wir das Mehl, den Zucker, eine Prise Salz und die in Würfel geschnittene Butter, außerdem 3 Esslöffel von dem kalten Wasser und verrühren mit dem Knethaken des Rührgeräts alles zu einem krümeligen, streuselartigen Teig. Das kann ein Weilchen dauern und wenn wir soweit sind, kneten wir den Teig nochmal kurz mit den Händen durch, nur eben so weit, dass er gerade zusammenhält, wickeln ihn dann in Frischhaltefolie und stellen ihn für ca. eine Stunde kühl. Dann fetten wir eine Tartform ein, am besten eine mit Hefeboden, andernfalls den Boden zusätzlich mit Backpapier belegen. Und wenn ihr keine Tartform habt, könnt ihr den Kuchen natürlich auch in einer Springform backen. Nun bemehlen wir die Arbeitsfläche, geben den gekühlten Teig darauf und rollen diesen aus. Einfach mal die Tartform bzw. den Boden darauf legen, um zu sehen, ob der Teig auch groß genug ausgerollt ist. Und berücksichtigt dabei, dass auch Teig für den Rand noch vorhanden sein muss. Überstehenden Teig einfach abschneiden, den brauchen wir später sowieso noch. Die Teigplatte geben wir dann in die Form und wenn der Rand dabei ein bisschen einreißt, ist das kein Problem, der muss ja sowieso angedrückt werden. Und das machen wir ringsherum, bis der Teig in etwa so vorbereitet ist. Und dann stechen wir den Teig mit einer Gabel mehrfach ein. Nun geben wir die gemahlenen Nüsse auf den Teigboden und drücken diese leicht an. Die Himbeerkonfitüre rühren wir mit einer Gabel noch etwas glatt. Ihr könnt sie auch leicht erwärmen und durch ein Sieb streichen. Ich jedoch halte das für übertrieben. Die Konfitüre verteilen wir nun gleichmäßig über den Nüssen auf dem Teigboden. Darauf verteilen wir nun die Himbeeren und lassen dabei ringsherum einen Rand frei. Nun rollen wir den übrig gebliebenen abgeschnittenen Teig aus und stechen mit einem Keksausstecher Herzen daraus aus. Ihr könnt natürlich auch andere Motive verwenden. Und wenn wir ausreichend Herzen ausgestochen haben, belegen wir damit den freigelassenen Rand rings um die Himbeeren herum. Und ins Zentrum geben wir vielleicht ein etwas größeres Herz. Und damit ist unsere Tarte für den Backofen vorbereitet. Wir geben sie in diesen hinein und zwar bei 200 Grad, Umluft 175 Grad und backen sie auf unterster Schiene für ca. 35 Minuten. Und da ich noch etwas Teig übrig hatte und auch eine Mini-Tartform vorrätig war, habe ich also auch gleich noch eine kleine Variante zubereitet. Fertig gebacken sehen die Tarts dann also ungefähr so aus und wir können sie nun noch mit etwas Puderzucker bestäuben. Also, ohne mich jetzt in Selbstlob hineinsteigern zu wollen, ich finde die Tarts sehen lecker aus und sie schmecken auch wirklich prima. Und egal welchen Tag ihr damit nun begehen möchtet, das Backen lohnt sich auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch lieber etwas anderes zubereiten möchtet, zum Beispiel Red Velvet Herzmuffins oder auch einen originellen Blumentopf, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.